Scooter glaubt wirklich an den Fluch. Scooter sollte sich zusammenreißen. Er macht darum sicher Fehler. Wie bitte? Ein kleiner toter Finger soll Scooter noch mehr neben der Spur sein lassen als sonst? Bitte, Melanie. Nein, aber er glaubt, dass es so ist. Ja, nur und wie? Wenn du wirklich davon überzeugt bist, dass was passiert, dann passiert es auch. Ja, okay. Ja gut, da habe ich das Richtige. Ich bin bereit. Fluch oder nicht Fluch. Einer muss es ja tun. Und vergiss den nicht. Ich würde ihn dir ja geben, aber ich stehe nicht drauf, 3000 Jahre alte Körperteile zu berühren. Okay. Ich bin so bereit, wie man nur sein kann. Ich hab da noch was. Also, daran habe ich die ganze Nacht gesessen. Das ist ein Anti-Fluchgerät. Wie bitte? Es sendet elektronische Impulse aus, die positive Ionen auslöschen, was, wie wir wissen, negative Energie ist. Also, das beschützt mich? Mhm. Selbst gegen unerklärliche Mächte der Finsternis? Mr. Unbesiegbar. Oh, wie cool ist das denn? Okay, ich bin soweit. Okay, wir müssen Telefonkontakt haben, damit ich dir die Position durchgeben kann. Sicher, sicher, keine Sorge, okay? Ich habe das Gefühl, dass alles bestens laufen wird. Das ist die Fernbedienung für unser Garagentor. Was? Au! Ich bin auf dem Dach. Okay, bleib dran. Ich gebe dir die Koordinaten vom Ägyptensaal durch. Ich glaube, die habe ich schon raus. Bist du sicher, dass sie richtig sind? Ja, ja, vertrau mir. Es läuft alles genau nach Plan. Bingo! Keine Ahnung. Bist du schon drin? Ein winziges Problem. Doch es ist alles unter Kontrolle. Ups. Also ich habe kein gutes Gefühl dabei. Oh, sag mir jetzt nicht, dass du ihn zum 20. Mal retten willst. Was ist die Alternative, dass ihm was zustößt? Aha. Wir haben Besuch. Ausgezeichnet. In Augenblicken wie diesen, wenn man merkt, dass ein Plan aufgeht, dann glaube ich, ich hätte eine militärische Laufbahn anstreben sollen. Wegtreten. Immer noch alles unter Kontrolle. Nein! Oh, mein Handy! Hallo? Melanie? Er ist hier, Boss. Die Falle ist zugeschnitten. Sehen Sie nach X-19. Ich sage dir, hier stimmt was nicht. Die Tür ist offen. Irgendwas geht immer schief. Wir reden hier von Scooter, schon vergessen. Ja, ein Scooter, der vor Selbstüberschätzung strotzt, dank deines Fluchschutzes. Ja, schon gut. Lass uns gehen. X-19 ist nicht hier. Er muss da sein. Der Strom ist aus, das bedeutet, die Falle wurde ausgelöst. Ah.
Aber ich sage Ihnen, X-19 ist nicht hier. Dann schnappen Sie die Mumie. Ist weg. Was meinen Sie mit weg? Die kann doch nicht einfach weggehen. Doch ist sie. Das mag ich nicht. Nur die Ruhe bewahren. X-19 ist der einzige andere Mensch da drin. Aber ich hätte gehört, wenn X-19 diese Mumie ausgetragen hätte. Aber sie kann nicht weglaufen. Wieso nicht? Reißen Sie sich zusammen. X-19 muss die Mumie haben. Er kann nicht weit mit ihr sein. Sie müssen ihn finden. Die Mumie lebt! Jetzt machen Sie sich nicht lächerlich. Gucken Sie nach, was los ist. Wir gehen auch rein. Ihr Kompagnon ist ein Weichei. Hast du das auch gehört? Der Schrei der Untoten. Du glaubst doch nicht, dass die Mumie hier im Gebäude rumläuft. Die Mumie ist weg. Ah! Wir suchen Scooter. Verschwind! Au! Wir müssen hier unten weiter. Oh! Wer war das? Ich bin nicht sicher. Ich rufe Scooter an. Ich gebe jetzt sein Handy. Sie ist weg. Hallo? Dein Handy war tot. Es war sozusagen am Schwimmen. Alles in Ordnung? Ja, abgesehen davon, dass mich eine wütende Mumie verfolgt hat. Glaubst du nicht wirklich, dass sie im Gebäude rumläuft? Sie will ihren Finger wieder haben, Melanie. Ihr werdet zu lebenden Toten, wenn ihr nicht X-19 findet. Seien Sie still, Sie Idiot! Wir sind es! Haben Sie X-19 irgendwo gesehen? Nein, aber ich habe was anderes gesehen. Was? Ich weiß nicht. Es war nicht menschlich. Hören Sie endlich mit dieser Mumie auf! Schnell, Melanie, sag das lieber Scooter. Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Ja? Scooter McKenna ist hier, er ist hinter dir her. Er weiß, dass du hier bist. Fridge, Sie verschaffen uns Zugang. Redboro, Sie sichern hier alles. Du willst was machen? Sie dürfen mich nicht erkennen. Sonst ist die Sache gelaufen. Auf mein Zeichen. Los! Die Mumie! X-19! Schnappt ihn! Yeah. Vorsicht! Fangt ihn! Da, ich hab ihn! Das bin ich, Boss! Kommen Sie da raus! Ja.
wie geht's dir? Oh, gut. Hast du geschlafen? Nein. Du? Keine Sekunde. Alles funktioniert wieder. Nonna hat gerade angerufen. Sie hat den Fluch von uns genommen. Der Fluch ist weg. Ja, ich weiß. Das war eine lange Nacht. Sie wissen vielleicht noch nicht, dass der ägyptische Flügel des Museums in den frühen Morgenstunden abgebrannt ist. Oh, wie habe ich das denn getan? Es ist das dritte Mal, dass ein Museum, das diese spezielle Mumie beherbergt, ohne vernünftige Erklärung abgebrannt ist. Allerdings ist die Mumie in Sicherheit. Man hat sie anscheinend wegen des Gewitters vorsorglich in den Keller gebracht, wo sie gegen das Feuer geschützt war. Also... Dann war sie nicht durch die Flure gewandert, weil sie auf Rache aus war. Immer noch ungeklärt ist jedoch, wie die Mumie einen Finger verlieren konnte. Dennoch ist dieser archäologische Schatz von herausragender Bedeutung gerettet worden. Danke, X-19. Taipan, Ende. Seht ihr? Ein Kinderspiel war das.